Okay, jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren. So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich Verstärkung mitgebracht und zwar ist meine Schwester hier. Kannst auch ruhig was sagen, ist kein Problem, außer du bist schüchtern. Der habe ich letztes Mal zum ersten Mal Gellacknägel gemacht und die halten bei ihr wirklich sehr, sehr gut. Der Rauswuchs ist jetzt 3 Wochen alt und soweit sieht es aus, als wären keine Liftings dran. Schauen wir gleich mal, wenn wir es runterholen. Genau, und jetzt wird es Zeit für neue und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. So, wie bei jeder Modellage habe ich jetzt ein neues Wechselfeilenblatt drauf gemacht. Das entgrate ich jetzt hier an der Seite noch so ein bisschen, damit das nicht so scharf ist und ich ihr nicht wehtue. Nehme ich einfach den Buffer und gehe da einmal drüber. So, und als erstes werde ich die komplette Farbe runterholen, weil sie eine andere Farbe drauf haben möchte, und zwar so ein Korall. Okay, in der Kamera sieht man das wieder mal nicht, weil das so eine Neonfarbe ist. Und ich könnte das zwar da drüber machen, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es dann sehr fleckig wird. Und deswegen hole ich die Farbe lieber komplett runter, weil sie einfach dunkler ist als die, die wir jetzt drauf machen. So, als erstes schiebe ich die Nagelhaut zurück. Wundert euch nicht, sie sitzt ein bisschen schief. Das liegt daran, weil hier das Stativ ist und deswegen kann die Hand nicht ganz gerade liegen. Also ich schiebe zuerst die Nagelhaut zurück. Dann entferne ich mit einem Bit, ich denke, ich werde den Zapfenbit hier vorne benutzen, die Farbe. Und ja, dann werde ich noch mit dem Diamantbit ein bisschen die Nagelhaut entfernen und dann komme ich zu euch zurück und lasse das jetzt ein bisschen schneller durchlaufen. So, die Nagelhaut habe ich schon zurückgeschoben und jetzt entferne ich nur noch die unsichtbare Nagelhaut. Da ist es wichtig, dass ihr mit dem Bit ganz flach geht, also wirklich nicht stark anwinkelt, sondern wirklich flach zum Nagel hin, waagerecht zum Nagel hin arbeitet. Und da gehe ich wirklich nur einmal hier so entlang. Ich habe da auch schon ein Video zugedreht, wo ihr sehen könnt, ob ihr die Nagelhaut fräst oder halt schon den Nagel fräst. Das verlinke ich euch gerne unten. Jetzt wechsle ich einmal die Richtung. Aber hier ist nicht ganz gut zurückgeschoben. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen. Also wenn ihr das Gefühl habt, okay, da ist die Haut irgendwie noch im Weg, dann schiebt sie einfach nochmal zurück. So, und dann ist sie auch wirklich aus dem Weg und dann könnt ihr da schön entlang fahren. Wichtig ist es immer schön in die Ecken auch rein, aber wirklich ganz vorsichtig. Die Umdrehung liegt bei mir jetzt bei 5000, habe ich jetzt. Genau, so, dann könnt ihr zwischendurch mal gucken. Staub entfernen und ihr könnt sehen, da ist keine mehr zu sehen. Und dann mache ich das jetzt noch an den anderen. Jetzt wird das Ganze noch in Form gefeilt und meine Schwester, die hat leider eine ganz komische Nagelform, wie sie die haben möchte. Und eigentlich feile ich die so auch nicht. Und beim letzten Mal hatte sie die aber auch schon so, weil sie die halt zu Hause so vorgefeilt hatte. Und es hat wunderbar gehalten, deswegen ja, erfülle ich ihr jetzt den Wunsch. Sie möchte die immer so recht spitz nach vorne, eigentlich wie eine Mandel haben, aber irgendwie sehr, sehr spitz an den Seiten. Und da muss man bei Gellack eigentlich immer aufpassen, deswegen kann ich es euch nicht raten, außer ihr kennt euch mit der Methode wirklich gut aus.
Und zwar gehen wir halt recht weit in die Ecken rein. Das soll man bei Gelack nicht machen. Da soll man so 2 mm ungefähr freilassen. Ich versuche jetzt trotzdem hier noch ein bisschen freies Nagelende freizulassen. Ist natürlich bei der Form ein bisschen schwierig. Aber ich möchte ja auch, dass es ihr gefällt. So. Genau. Und wichtig ist es beim letzten Feilschritt, dass man einfach nochmal von außen nach innen geht, damit die Nägel dort nicht so ausfransen. Dann nimmt man sich den Buffer und geht nochmal unten unter dem Nagel so ein bisschen lang, um diese Fetzen, die dort entstehen, zu entfernen, damit die Ummantelung nachher auch hält. Weil sie sich heute ein bisschen mit Sonnencreme eingecremt hat, obwohl ich gesagt habe, nicht cremen, mache ich jetzt einfach zur Vorsicht einen Dehydrator drauf, damit das Ganze ein bisschen nicht so fettig ist. Wirklich nur auf den Naturnagel. Und ihr seht, der zieht ganz schnell ein. Der entfettet das Ganze einfach nochmal. Andere Seite. Auf der anderen Seite ist es jetzt schon eingezogen und ich bin ja kein Fan vom Nägel ablösen mit Aceton. Deswegen kann ich bei ihren Nägeln ruhig einen Ultrabond auftragen. Ihr kennt ja den Ultrabond, der ist wie ein doppelseitiges Klebeband und hilft einfach nochmal bei der Haftung. Der kommt komplett auf die Nägel, auch vorne auf die Spitzen. So, ich benutze jetzt von Neonails die Base Extra. Das ist, ja, mit Neonails habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht, bei meiner Mama eigentlich auch. Das hält gut, bei ihr hat es letztes Mal gehalten und deswegen benutze ich das jetzt. Und zwar ist das das Base Gel und das trage ich mir hier so ein bisschen auf eine Schablone auf, denn ich komme mit diesem Pinsel da drin nie gut klar. Nehme einfach einen ganz normalen Gelpinsel und arbeite das wirklich sehr, sehr dünn in den Naturnagel ein und dann werden die Nägel komplett ausgehärtet. So, sie hat sich jetzt für die Farbe Say Yeah entschieden und wie immer in der Kamera sieht man das nicht ganz, es ist so ein Neon-Korall. Ja. Ja, ne? Um den Dreh würde ich sagen. Und eben war halt wichtig, dass ihr das ganz, ganz dünn auftragt und dass ihr auch vorne ummantelt, also vorne um die Spitze rum, so wie immer bei Gelack. Ganz wichtig, die Ummantelung bei jeder Schicht, auch bei den Farben. Und bei Gelack ist es ganz wichtig, dass man den richtig, richtig dünn aufträgt, sonst härtet der nämlich nicht gut aus und das dann einfach in 2 Schichten macht. So, wir haben jetzt 3 Schichten aufgetragen, weil man Gelack halt einfach ein bisschen dünner auftragen muss und bei so helleren Farben ist das immer so ein bisschen die Frage, ob man das fleckenfrei hinkriegt, aber 3 ganz dünne Schichten gehen dann auch. Jetzt haben wir uns für den Diamond Sealer entschieden, das ist so ein Versiegler mit ganz feinen silbernen Partikelchen und meine Schwester sagte gerade schon, es wird heiß, wenn es in die Lampe kommt. Das kann natürlich sein, weil diese silbernen Partikelchen sich auch durch die Lampe so ein bisschen erhitzen und durch die Bewegung, die halt beim Aushärten entsteht, da muss man einfach die Hände rausnehmen, bis die Hitze weg ist und dann wieder reintun. Wichtig auch bei der letzten Schicht, dass man am Ende noch ummantelt, damit dann nachher auch alles hält. Hm? Und ich fände Goldglitzer in der Kombination noch ein bisschen besser. Ja, das stimmt. Goldglitzer wäre noch besser, aber den Versiegler hat Lenny leider noch nicht. Deswegen habe ich jetzt nur den zur Verfügung.
So, wir haben uns jetzt für zwei Designs entschieden. Und zwar einmal das Ginkgo-Blatt, das soll hier drüben hin. Und zwar so auf die Höhe. Das werde ich tupfen mit meinen Aeropuffing-Sachen. Und dann einmal habe ich hier von Essence eine Schablone mit einer Feder. Und das kommt dann auf die andere Seite. Oh, guck mal, die ist aber ganz schön lang, ne? Meinst du? Passt nicht. Oh. Ja, doch, ich glaube gerade so, wenn man das hier unten so ein bisschen abschneidet, ich denke, dann passt. Aber auch andersrum, ne? Hier dann in der Ecke oder halt? In der Mitte dann schon. So schräg drüber kannst du so? Die Diagonale, hast du mehr ja, so. Fläche, ne? So? Mhm. Okay, perfekt. So, für das Ginkgo-Blatt, das ist wirklich eigentlich ganz simpel, mache ich einfach diese Schablone ab. Die habe ich von Aeropuffing. Ich verlinke euch den Shop unten. Die Schablone genau kann ich euch nicht verlinken, weil es da keinen Link zu gibt. So, und dann klebt man das einfach so drauf, wie die Kundin das haben will. Jetzt guck einmal bitte. So. Die Kundin ist zufrieden. Die Kundin ist zufrieden, das freut mich aber. Und dann nehme ich einfach anstatt meinem Finger, weil ich die Handschuhe jetzt schon ausgezogen habe, nehme ich einfach meinen Jelly-Stamper und drücke das damit an. So, die Ränder werde ich hier noch ein bisschen festdrücken. Jetzt sehe ich, ist hier leider ein Fussel dazwischen. Den wollen wir nicht. Kratzen uns einmal so ein bisschen weg. Die bleiben halt ganz schnell an den Schablonen kleben, das ist das Problem. So, und dann drücke ich mit dem, oder kratze mit dem Pro-Pusher so ein bisschen drüber, um die Ränder festzumachen. Mit dem Finger solltet ihr jetzt nicht drauf touchen, weil ihr dann wieder Fett auf den Nagel übertragt und dann kann es sein, dass euer Lack wieder nicht hält. Wieder nicht hält, nicht hält. So. Jetzt nehme ich meine Aeropuffing-Schwämmchen. Ich habe immer noch keine Alternative zu diesen Schwämmchen gefunden. Deswegen kann ich euch leider nichts anderes empfehlen. Und meine weiße Farbe. Ihr könntet es auch mit weißem Farbgel versuchen. Wie gesagt, ich liebe diese Farben. Die sind einfach ultra hochdeckend. Ultra hochdeckend. Das hört ihr an. Krasser Shit ist das so. Und dann tupft ihr das so ein bisschen in euer Schwämmchen ein. Und je nachdem, wie stark man das haben will. Du willst schon recht weiß, ne? Ja. Okay, dann brauche ich es nicht so doll abtupfen. Auf jeden Fall ist es wichtig, das gut einzuarbeiten, damit das einen schön gleichmäßigen Effekt gibt. So. Also wenn ihr seht, die Farbe ist recht gleichmäßig, dann reicht das. Und dann tupft ihr einfach nur auf eure Schablone. Und zwar richtig gut, denn wir wollen natürlich auch den dünnen Stiel hinbekommen. So, ihr habt gesehen, ich habe es ein bisschen anders angewinkelt und schon bekommt man alles hin. So, wenn etwas oben auf der Haut ist, ist kein Problem. Bei den Farben kann man das nachher einfach entfernen, auch nach dem Aushärten. Jetzt ziehe ich mir das ganz vorsichtig ab. So, und dann kommt das für 60 Sekunden mindestens in die Lampe. Kannst du reintun. Du musst es nur jetzt sagen, wenn ich es versiegel, dann ist Ende im Gelände. Lass uns den nochmal machen, oder? Den gleichen finde ich auch schöner. Finde ich schöner. Finde ich auch schöner. Es ist zu groß für den kleinen Finger. Auf den Daumen wäre das gegangen oder so, aber... Das stimmt. Gut, wenn ihr sowas mal entfernen müsst, ist so kein Problem. Kann auch, manchmal sieht man das erst, wenn es auf dem Nagel drauf ist, finde ich. Nehme ich immer Nagellackentferner, da muss man dann wirklich gut gucken, dass man keine Schlieren oder irgendwas hat. So, und der muss jetzt auf jeden Fall richtig gut trocknen, bevor wir jetzt wieder mit Gel da dran gehen. Dafür gibst du mir jetzt mal den anderen. Da kann ich mal gerade mit Nagellack das hier oben entfernen. So, wichtig, nicht unten auf den Nagel kommen. Das ist jetzt komplett ausgehärtet und da nehmen wir jetzt einen normalen Versiegler. Wir hatten vorher mit dem Diamond Sealer gearbeitet, den angeraut. Locker lassen. Danke. Einfach einen normalen Versiegler ohne Schwitzschicht und der muss auf jeden Fall ein bisschen satter aufgetragen werden, damit das schön eingebettet ist und sich nichts löst. Und das Ummanteln natürlich nicht vergessen. So, kannst du reintun. Finde ich auch sehr schön, das Ginkgo-Blatt. Hätte ich nicht gedacht. Ist ganz schlicht, ne? Ja, aber trotzdem irgendwie so, hat halt keiner, ne? Hab ich noch nie irgendwo gesehen. Ja. Für die andere Hand kann ich immer noch das gleiche benutzen. Guck mal, so ein bisschen schräger. Mhm. Warte, ich mach's einmal fest. Schau mal so, von der, so ist dein Nagel. Ja. Gut, dann nehmen wir jetzt wieder, drücken wir es wieder ein bisschen fest. Bei sowas ist echt immer ein Pferdefüßchen ganz gut, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo es ist.
Wichtig ist, dass die Ränder halt einfach gut festgedrückt sind. Wundert euch nicht über den Sound im Hintergrund. Mein Freund spielt ein Spiel, wo er gerade Sachen erklärt bekommt und wir können die Tür gerade nicht zumachen. So. Und wieder ordentlich drauftupfen. Schön anwinkeln in alle Richtungen, damit man auch alles erwischt. Ich glaube, ein bisschen vorne vorne. Damit mache ich auch immer meine Babyboomer, wo dieses Weiß so schön nach oben verläuft, weißt du? Mhm. Ich stehe auf dem Foto. Das ist cool, so ombre-mäßig. Oh, das ist ja, mit allen möglichen Farben. Ich habe ja mehrere Farben von diesen Dingern. So, und einmal nochmal in die Lampe. So, das ist jetzt das. So, das ist jetzt das Endergebnis. Ich finde es super, super süß mit dem Ginkgo-Blatt. Wir sind beide sehr zufrieden. Wie gesagt, es hat so einen leichten Schimmer durch diesen Versiegler. Und in der Kamera sieht es leider sehr, sehr orange aus. Es ist wirklich so ein Neon-Korall, minimal orange. Irgendwie sowas. Es ist immer schwierig, so Sachen zu erklären. Genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao!